Ich war auf Scorched Earth unterwegs, um nach einem neuen Raid zu suchen. Und es hat nicht lange gedauert, bis ich fündig wurde. Alter, da hatte einer richtig Bock. Aber das könnte man machen, oder? Plant X sind halt Abfuck des Todes. Da ist nur Wyvern. Oder scoutet der auch? Scoutet der? Oder gehört der zur Base? Und scheinbar war ich nicht der Einzige, der auf Scorched Earth unterwegs war. Der fliegt da rum. Ich muss wissen, ob der zur Base gehört oder nicht. So eine Scheiße. Oh, bitte nicht jetzt Konkurrenz im Raid. Ich habe Feuerpfeile mit. Ich wollte gucken, ob ich damit die Plant X gegamed krieg. Der fliegt da nicht hin, ne? Muss mein Fernglas ziehen. Wo ist er hin? An der Base ist er nicht. Da ist jetzt ein Mana. Okay, ich guck, wer es ist. Scheiße. Hat der gewechselt auf den Mana? Fuck, ich will wissen, wer es ist. Ich will wissen, ob der zur Base gehört oder ob ich jetzt hier Raid-Konkurrenz krieg. Okay, der Mana gehört denen. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Ach, so ein Mist. Und die Wyvern? Weiß ich halt jetzt nicht, ne? War gut, damit ziehe ich ab. Scheiße, was mache ich jetzt? Hier wollte ich so heftig knacken. Scheiße, ey, es ist ein verfickter Heatstroke hier. Ich verbrenne und verliere allmählich Leben. Aber ich hatte einen Plan. Ich probiere jetzt trotzdem das, wofür ich hier bin. Mann, ich sehe jetzt nichts wegen dem Dreckshitzeschlag. Guckt euch das an, das gibt's doch. Ist doch Wahnsinn. Okay, ich will gucken, ob ich die Plant X mit Feuerfallen gekillt krieg. Okay, wir checken so. 34. Das wird eine Plant sein, ne? Nummer 34. Die heilt sich hoch. Ja, okay, das kann ich vergessen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Holy moly. Mich irgendwie an die Base und kann das ignorieren. Vielleicht über die Kante da oder so, ne? Kann ich von da irgendwo den soaken? Von oben? Nicht wirklich, ne? Und der Heatstroke gerade, ne? Ich kann nichts sehen. Das ist so ein Abfuck. Platziere hier mal kurz Betten. Scheißdreck. Die Plant X sind nämlich der übelste Scheiß jetzt da. Die versauen kind of den Raid. So ein Mist. Ich travel nochmal ab. Es macht doch gerade keinen Sinn mit dem Heatstroke hier. Ich kann kaum was erkennen. Und guck mal, ob ich irgendwas überlegt krieg. Und so habe ich mich hochgeladen und bin ein bisschen später wiedergekommen. Okay, ich habe jetzt was anderes nochmal mitgebracht. Und zwar meinen guten Compound Bow. Schieß doch! Den habe ich aus dem letzten Raid gelootet. Und damit will ich jetzt mal gucken, ob es besser geht. 97 Damage. Ist das an der Plant X? Wenn ja, kriege ich die ja down, bevor die sich heilt, ne? Boah, nee. Jetzt heilt die sich doch wieder hoch, weil du Drecksviech hier mir auf den Sack gehst. Okay, was habe ich denn gehittet? Ja, die Plant X. Und der Superheat kommt. Ich kack ab. Ich kack ab. Ey, ich kack wirklich ab. Ja, ich muss weg. Jetzt gehe ich ja hier dauer drauf. Ich habe vergessen, wie scheiße Scorched Earth ist. Ja, ich lade mich hoch und komme dann gleich irgendwann wieder weg, ist er. Och, Bruder, muss das? Weiß ich nicht, muss das? Es sind 13 Minuten vergangen. Und ich habe die Zeit genutzt, um neue Pfeile zu machen. Nach wie vor muss ich halt hoffen, dass A, keiner on ist. Jawohl, Pflanzenhit. Und B, dass jetzt nicht noch irgendwie ein Tornado gleich irgendwie bei mir reindonnert oder so, ne? Sie ist, glaube ich, auch kaputt. Ja. Ich glaube, ich habe sie down. Ich glaube, ein Pfeil noch. Jawohl, ist kaputt. Und die nächste. Jo, ist kaputt, guck mal. Die ganze Reihe fast weg. Okay, jetzt gehe ich für die da. Und dann muss ich erst, glaube ich, unten den Tower soaken. Und danach muss ich gucken, ob ich überhaupt von unten die Cliff soaken kann. Denn ich glaube, das ist noch ein Knacker, an dem ich dann sitzen werde. Ich weiß nicht, ob ich von unten vom Boden aus die Cliff Turrets gesoaked kriege. Wenn sie die auf Medium gestellt haben, was schlau wäre, zumindest teilweise, dann kriege ich ein Problem. Dann muss ich irgendwie mit einer Rampe mich hochbauen oder so. Das wird dann richtig ätzend. Erstmal mache ich jetzt freie Fahrt mit den Plant X. Dann habe ich das aus dem Kopf. Aus dem Kopf, aus dem Schmopf, sage ich immer. Ist down, ist down. Down, dann die nächste. Und dann muss ich auch so langsam echt zurück neue Pfeile holen, ne? Eine Pflanze braucht 17 Schuss, by the way. Das ist auch die letzte, die ich killen kann. Danach muss ich neue Pfeile holen. Gut, dann stehen halt hier noch, ja, da noch eine ganze Reihe. Und da unten noch zwei. Ich weiß nicht, ob da noch mehr unten stehen. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, ihr perversen Schweine. Oh, das gibt's doch wohl ja gar nicht. Also, das ist unerhört. Okay, ich muss richtig viele Arrows machen. Und zwar mal so richtig viele. Oh, mein Gott. Und ich nehme alle Pfeile, die ich habe. Und mein Propellant. Und fange direkt an zu craften. Alter, das hat so lange gedauert. Ich habe jetzt 600 Pfeile. Ich habe währenddessen all meine Carbos, guckt euch mal an, ready gemacht, gelevelt. Meine Stegos raussortiert, die ich gleich mitnehme. Und im Grunde schon mal alles präpariert. Und jetzt gehe ich mit den 600 fucking Pfeilen los, liege zum grünen Obi und guck, dass ich da den Rest wegkrieg.
Oh nee, Leute. Ganz biges Up. Da kann ich nicht attacken gehen. Ich habe die Pfeile dabei. Kann höchstens zurückfliegen. Kann ich unsichtbar werden? Nee, Scheißdreck. Wie mache ich das? Das ist der einzige Spot, wo ich hier abtraveln kann. Komm, Cryo ein. Cryo ein. Der cryo nicht ein. Okay, ich mache mich weg. Ich kann die Pfeile nicht riskieren. Könnte ich doch unsichtbar werden. Das wär's. Kann ich aber nicht. Doch, der hat eine Farmrun gemacht. Zu zweit. Oh nein. Oh nein, Leute. Ich bring die Pfeile weg. Ich bring die Pfeile weg und probier's, oder? Ich muss. Aber der ist jetzt schon, der wird sich jetzt schon gecapped haben. Das schaffe ich nicht in Zeit. Der hat jetzt schon alles eingesammelt, der travelt direkt weg. Scheiße! Warum in so einer Situation, warum passiert mir das nicht die ganzen letzten 20 Male, wo ich hier abtravel? Warum passiert mir das dann, wenn ich das Zeug dabei habe, was ich für ein Raid brauche und alles? Was farmen die denn bitte hier? Frag ich mich gerade. Beobachte euch, ihr kleinen Drecksäcke. Och Mann! Er ist weg, ne? Ja, er ist weg. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid, dass ich da nicht in die Action gehe. Das tut mir selber, ihr glaubt's mir. Glaubt's mir. Wenn du einmal im Farmrun siehst und du kannst nicht in die Action gehen, weil du einfach deinen Compound Bow hast, den du gerade für einen Raid brauchst, das ist einfach... Es tut mir leid, Friends. Ich wäre gerne reingegangen, zumal die ja eh einen Farmrun gemacht hatten. Ich weiß jetzt natürlich nicht was, wahrscheinlich Metal oder so, keine Ahnung, wobei hier Metal Farm auch ein bisschen lost ist. Das hätte ich eh nicht auf die Schnelle abtransportieren können, so easy. Und es waren zwei, also es war einfach nicht die Gelegenheit. Wäre es einer gewesen, hätte ich sogar vielleicht versucht, den hätte ich winnen können. Aber gegen zwei, so I don't know, man. Ich spawn jetzt direkt im Bett. Es sind ein paar Leute mehr jetzt on wieder auf Scorched, als eben waren. Und ich gucke jetzt, deswegen habe ich auch die Motte mit. Ich will gucken, ob ich einen besseren Winkel auf die Plant X da links kriege. Guck mal, da gucken schon Turrets rüber über den Dülz. Sieht man nur ganz schlecht. Da muss ich aufpassen. Aber von hier könnte es gehen. Ja, hier haben wir jetzt nur ein Rudel voller... Lass es. Wow. Alter, er macht Air Force hier. Er wird auf einmal zum Düsendread. Scheiße, da rechts sind noch viel mehr Plant X. Die habe ich gar nicht gesehen. Da steht der Tower. Ich meinte, da links stehen noch mehr Plant X. Ja, die muss ich wegholen. Die linken kann ich vielleicht ignorieren. Ich hoffe, scheiße, die habe ich nicht gesehen. Ich habe mir nämlich ausgerechnet, wie viel Schuss ich brauche. Habe dabei natürlich nicht kalkuliert, dass da noch so Jochheim-mäßig was ist. Das ist er. Und seht ihr das da links über meinem Arm? Da liegt ein Rock Elemental. Der wird wahrscheinlich nicht gezähmt sein, gehe ich mal von aus. Und wenn das nicht der Fall ist, ihr seht es, da ist gerade eine Motte gestorben an den Plants. Dann kann ich den schon mal Plant X lotsen und den ein bisschen was soaken lassen. Einfach mal einen wilden Golem. Aber erstmal kümmere ich mich um die Plants, die ich von hier aus krieg. Und ich krieg wieder einen Heatstroke. Das gibt's wohl nicht. Ich kann mich halt an meinem Bett theoretisch killen, um den wieder loszuwerden, glaube ich. Und die Jungs haben keine Tames draus. Das heißt, wenn ich das geradet krieg, habe ich in Managama einfach. Okay, Plants down. Da haben wir eine Schneise rein. Dann mache ich jetzt diese vier. Dann gehen wir das mal systematisch an. Ja, eine down. Sehr schön. Und down. Perfekt. Und die Bestie liegt. Eine noch. Und damit müsste die jetzt auch liegen. Perfekt. Dann machen wir jetzt die beiden, die ich da noch sehe. Hab jetzt gleich auch knapp ein Drittel der Pfeile weg. Das müsste der letzte gewesen sein. Liegt. Okay, Bestandsaufnahme. Was haben wir geschafft? Und gleich kriegt auch der Heatstroke. 17% habe ich. 8 Stück da noch. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 Stück noch, Jungs. Digga, nee, wie... Ach, das ist doch ein... Ihr seid doch alle dumm im Kopf, oder was? Junge, kickt jetzt wieder so ein scheiß Ding hier rein. Das gibt's doch überhaupt nicht, echt? Aber ich brauche eh neue Pfeile, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 Dinger sind's. Ich brauche 17 pro. Sagen wir mal, ich verschieße 3 Stück pro. Also brauche ich 20 pro. Rechnet mal 15 mal 20. Dann travel ich jetzt ab und lad mich in 10 Minuten wieder runter und mach weiter. Ey, so eine, ne, also Scotched Earth, ey, leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Ich pack mal das Fernglas aus. Jawohl, ey. Ja, fucking wohl. 2 Stück, da stehen noch 2. Du elende Drecksau, Alter. Okay, und dann ist die Frage, ich könnte das soaken. Und dann muss ich schauen, ob ich die von oben gesoakt krieg. Da gucke ich jetzt schnell nach. Gucke ich nicht, denn es kommt ein Sturm. Go inside, Digga, ich kack ab. Wie kann denn im 20-Minuten-Takt hier die Scheiße an den Start gehen, Alter? Ich muss jetzt schnell irgendwo hin, weil ich verliere, kann nicht mehr sprinten. Ich verliere Ausdauer und regeneriere die auch nicht mehr. Oh, nee, ey, aber das passt. Ich muss jetzt eh meine Stegos holen und eine Fob. Ich baller mal kurz die beiden Golemites an. Kommt, ballert drauf, Plants. Ballert drauf, ihr müsst doch drauf zwirbeln. Jawohl,
Sie ballern ihn weg. Kommt der ran? Oh, das hätte ich viel früher mal machen sollen. So eine Scheiße, der kommt ja echt ran. Hitte, hitte, Junge, hitte. Er guckt sie einfach an, Digga. Er guckt sie einfach sich an. Und jetzt wird der zweite auch bebollert. Der geht auf die anderen. Digga, warum guckt er sie nur an? Ich glaube es nicht. Aber das ist spannend zu sehen. Die Turrets schießen ja gar nicht, ne? Aber damit müsste jetzt die Bühne frei sein, um für mich hier unten, wo die Kanus und alles sind, eine FOB zu ziehen. Genau hier eigentlich, ne? Was an sich sehr nice ist. Hau direkt den Jenny an und einen Heavy hin. Das setze ich jetzt mal kurz auf alle Ziele. Der soll mal hier klar Schiff machen. Guckt euch das an. Bam, bam, bam. Die Mannschaft weg. So fühle ich das, ey. Mich soll hier einfach nichts abfacken, weißt du? Okay, und dann schwinge ich mich mal einmal drauf. Guck mal, die Pflanzen, die ballern den immer noch ab. Ein wenig probiere es jetzt einfach. Guck mal, ab wo die überhaupt schießen. Komm, ihr müsstet doch jetzt so langsam ziehen. Zumindest die da unten. Ja, Golems sind immer noch dran. Sehr gut. Oh, zwei von oben schießen auch schon. Okay, Kuchen rein. Fetzlich. Okay, ich will ein bisschen weniger. Ich will nur das. Aber gut. Wir machen jetzt einen Ammo-Check. Ja, das obere soll mich nicht. Die schießen dann direkt hier, die Drecksäcke. Leer wäre natürlich geil. Nächster Kuchen geht rein. Ich bin schon durch drei Kuchen durch. Oh, heftig. Das wird eine dicke Soap-Nummer. Okay, wir haben zwei leer. Gucke ich jetzt, ob ich für die an der Seite hier gehen kann. Jawohl. Ich muss off-tilen gehen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich glaube, durch die Off-Tile-Rate-Protection machen die Turrets doppelten Schaden. Ich glaube, ich rock den Steger auf 3k und dann wechsle ich. Also genau. Nee. Alter, Baby. Nee, den gehe ich erst heilen, Digga. Scheiß auf jetzt wechseln, ey. Der ist auf 1k, wenn jetzt einer kommt, der muss nur dreimal draufschießen. Dreimal draufspucken, dann ist der tot. Und das ist der wichtige Stego, den heile ich erst. Aber ich krieg 43 Damage mit Imprint und Sattel und Mate Boost. Das ist heftig. Fobspot ist aber ganz nice. Ich hätte durchaus noch ein bisschen näher rangehen können, jetzt so im Nachhinein. Stressiger Raid, ne? Aber irgendwie auch geil. Der Stego ist jeden Moment hochgeheilt. Genau jetzt. Und dann probiere ich jetzt nochmal mit meinem Desmodus die Viecher rauszulocken. Schießt die einfach so ab. Komm. Drauf geschissen, oder? Sollen sie doch weinen. Und jetzt geht er auf mein Stego. Herrlich, ne? Den hätte ich doch wegwisseln sollen. So ein Scheißdreck. Wie kriege ich den denn jetzt gekillt? Genau, du hittest. Auf den Stego. Ist zwar schade, dass der jetzt nicht in die Turrets reingeht weiter. Meine Fob schießt den ab. Ich glaub das nicht. Das ist ja Kokolores. Hallo, hör auf. Hör auf. Hörst du auf? Hauptsache weg von der Fob. Komm weg, komm weg, komm weg, komm weg. Nee, der will jetzt da die Fob. Was willst du denn eigentlich jetzt? Buddel dich doch einfach wieder ein. Du hast doch auch dich in den Plant X von den Gegnern eingebuddelt. Da kann ich jetzt meinen Stego cryon. Er hat sich gebuddelt. Alter, war er jetzt nicht nur ein übelster Krampf? Okay, der eine liegt da unten. Der andere liegt da hinten. Der sollte, wenn ich soke, nicht rauskommen. Sollte, ne? Die Kuchen nehme ich mit. Cryo Cooldown ist ab. Ach, guck mal, hat er die Plants da doch zerstört? Die Plants sind weg, oder? 43er Hits nehme ich. Kuchen rein. Spender sein. Ach du Scheiße, das wird eine lange Action. Puh. So ein krampfiger Raid, ey. Die müssen den heiligen Loot haben, ne? Wenn nicht, bin ich so sauer. Okay, dann machen wir an den beiden weiter. Ich habe nicht mal einen Hedgeframe, Digga. Das ist so abartig. Wirklich? Muss das jetzt passieren? Wo rennst du hin? So, hab sie beide nettet. Jetzt komm doch. Komm, komm. Jetzt ist der gefiert. Junge, seid ihr eigentlich dumm oder was, ey? Wirklich? Boah, wirklich, ne? Mein Daedon ist auch out of... Ja, ich werde auch Food holen müssen. Shit. Es dauert. Aber ich komme voran. Das ist jetzt auch der letzte Heal vom Daedon. Dann muss ich Fleischfarm gehen. Ich schätze noch fünfmal heilen oder so. Dann habe ich's. Und dann war ich in der Base. Kurz Fleisch holen. Ich wollte gerade sagen, hier ist reingerendert. Scheiße, ich habe alles auf Tash. Ich habe alles auf Tash, Digga. Ab zur FOB. Der hat den Golem gepullt. Alles null gut. Die Turrets sind leer. Digga, es sind noch zwei Heavies oder so. CG. CG. Und rein. Und rein. Und rein. Fuck mich doch nicht ab jetzt. Ich kann den Raid so nicht finishen, ne? Gar nicht. Gar nicht. Er kommt, er kommt, er kommt. Ich habe meine ganzen Sachen hier. Was kommt da? Okay.
Okay, der will wilde Sachen hier reindroppen, weil er gesehen hat, dass hier ein, zwei Turrets auf Creatures sind. Komm, 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 komm. Das ist noch ein anderer Tribe, das gibt's ja überhaupt nicht. Ich überlege, ob ich die Tames da hinten in den Upload hau, bevor es dafür zu spät ist. Der Stego, den ich jetzt hier hab, der ist auch basically egal. Hier geht es um die Tames und die ganzen wichtigen Sachen. Es kann halt echt gut sein, dass der jetzt kommen wird, dass der hier ein paar Tames gedroppt hat und mit dem Stego die FOB clearen will. Ich kann den Raid auf jeden Fall nicht finishen. Ich schenke dem den. Oder ich finish den schnell und ziehe ab. Meine Überlegung ist jetzt, ob ich den hier auf Passive schalte, mich unsichtbar hier irgendwo erstmal hinhock und die Lage beobachten gehe und den vielleicht irgendwie grab und in meine Turrets catch. Ich setze mich mal unsichtbar hier oben hin. Und dann habe ich etwa 10 Minuten gewartet. Das könnte die Church Cave sein, ne? Die Richtung müsste doch die Church sein, oder? Bin ich doof gerade? Könnte die verfickte Church Cave sein. Der riecht den Loot doch genau wie ich. 4,5 Stunden sitze ich da dran, nur damit jetzt so ein Wichser gleich kommt und mich hier abfuckt. Scheiße, es ist Tag. Scheiße. Am Tag kann ich mich nicht mehr unsichtbar machen und damit ist meine Taktik dahin. Ich werde jetzt probieren, die Turrets Line of Sight zu kriegen, indem ich unter die Hedgeframes gehe und dann check, ob die Rocket durchkommt. Kommt sie safe nicht, aber... Nee, kommt sie nicht. Ich müsste eine neue FOB hier bauen. Ich probiere nochmal die gezielte Rocket. Das da fängt die ab noch. Oh mein Gott. Okay, wenn ich da hinschude... Was war das bitte für ein Godshot? Da reichen aber meine Rockets nicht für. Komm, ich schieß die rein. Versuch das Turret zu holen. Da ist auf jeden Fall was down gegangen, glaube ich. Das Turret hat Ammo drin. Da ist so viel totes Zeug an meiner Base. Das sieht mir so hart aus nach... Der Jürgen fatzt da Sachen rein. Ich sehe ihn aber nicht. Ich würde gerne einmal checken, welche genau das sind. Dafür muss ich kurz mit dem Stego Reinhalting betreiben. Ja, ja. Die ganzen... Okay, gut. Dann hole ich jetzt aus dem Upload 7 Rockets. Reicht das, um die Light wegzukriegen? Oh, Leute, ey, scheiße. Wenn ich das jetzt aufsprenge und der dann kommt, ne? Und mir den Raid klaut, dann bin ich am... Also dann... Wirklich. Komm, Rockets. Ding. C4. Ich probiere es jetzt nochmal zu Line of Sighten. Welches schießt denn das ab? Vielleicht muss ich mich wirklich genau Line of Sighten. Egal, Schuss 1. Keine Chance. Schuss zweimal von hier probieren. Nee, damit war es das erstmal. Und ich muss sowieso abtraveln, was ultra scheiße ist, weil das ich gar keine Vision habe, was hier passiert. Wenn ich dann im Bett spawne, kann es sein, dass der mich einfach abfarmt. Kompletter Scheißdreck. Gut, ich habe mich jetzt equipped. Eine Fabi dabei. 2 Rocket Launcher, 19 Schuss. Und versuche jetzt so da reinzugehen, I guess. Okay, als erstes nicht mein Flugovix down, sondern den Stego. Auf den kann ich nämlich drauf. Im Worst Case. Und da bin ich dann erstmal safe vor Fabi-Schüssen und so. Und dann versuche ich, glaube ich, jetzt die Sprengung durchzuziehen. Ich schieße nochmal hin. Ja, das ist der Winkel. Und es geht nur einmal. Denn dann hat das Turret anvisiert. Und es ist versaut. Probier noch einen Shot zu landen. Mal dahin. Da ging auf jeden Fall was kaputt. Der kam durch, Digga. Der kam fucking durch. Bitte sitz hier nicht und beobachte mich und greif an, wenn ich's hab. Der Headframe muss fallen. Komm schon, Bruder. Mach ihn doch weg. Mach sie doch einfach weg. Okay, wird jetzt wieder abgefangen. Und sag mir nicht, es reicht nicht jetzt dann von den Rockets. 2 Rockets noch. Headframe one down. Okay. Ein Turret noch. Ein Turret noch. Bitte krieg es. Bitte krieg es. Bitte, 2 Rockets. Nein. Was fängt die denn jetzt ab? Das da oder was? Da krieg ich einen verfickten Kollaps. Bitte. Ja. Turret leer. Ja, komm. 1, 2, 3. Mehr will ich doch gar nicht. Lass mich runter ein Stück. Nur ein Hauch, ein Stück, ein Hauch. Spreng. Hauch hoch, ein Hauch hoch, ein Hauch hoch. Was? Zünden? Ist hier ein Turret? Nee. Was ist hier?
Gasolin. Okay, okay, okay. Was haben wir hier? Eine verschachtelte Scheißbase haben wir hier. Ich hoffe, da drin ist alles unlocked. Was, Alter? 4 Stück? Echt? Nee. Blow den Aal. Okay, 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 Jungs. Locked. Es ist locked. Flak. Brauche ich nichts von grad. Hier, das brauche ich aber. Der ist pin-coded, der Vault. Boah, Junge, das gibt's nicht, ey. Was ist denn diese Offline-Raid-Protection hier für eine Scheiße? Ich habe nur noch 4 C4. Ich krieg ja nicht mal die Sachen hier aufgesprengt damit. Okay, jetzt. Chembench. Charcoal. Ich gucke erst die BPs. Fabi, Zement. Das Metal ist auch krass. Dann mache ich jetzt die Schmiffi auf. Was haben sie hier drin? Cryotames. Jo, Cryopods. Alle mit. Matt Bruce. Schmiffi auf. Schmiffi ist offen. Flakbrust. Schild. Helm habe ich schon. PT-Sattel habe ich schon. Nehme ich mit. Bolt ist down. Flakbrust. Flamethrower. Eine Pump. Die ganze Flak hier nehme ich. Dego-Sattel aber ein schlechter. Oh, gute Pump. Rockets. Ich habe alle Rockets wieder drin. Den Flamethrower muss ich mir kurz equippen und reloaden. Okay. Und weiter looten. Mining Drill, ich nehme sie mal mit. Die Armor nehme ich alles. Dadon ein guter. Einige PT-Sättel. Dann mache ich mir jetzt noch die Taschen voll mit damit nicht. Das habe ich genug. Mit dem Poly. Und was hier noch so war, das Metal zum Beispiel. Oh, noch mehr Metal. Nehme ich noch Holzkohle mit. Die Handschuhe nehme ich noch mit. Und die Hose. What the fuck, warum nehme ich die Hose nicht mit? Tschüss, Junge, tschüss. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich angefangen habe. Und ich bin so froh, dass ich durch bin. Heilige Scheiße, ich bin auch richtig am Arsch. So lange wollte ich überhaupt nicht machen. Ich wollte ein bisschen reingehen, wisst ihr, wie ich meine? Ein bisschen Pipapo, ein bisschen Späßle-Mäßle. Und dann die Scheiße. Dann kam die Scheiße um die Ecke. Es tut mir leid für euch, ihr müsst aber einmal gepumpt werden. Weißt du was, scheiß drauf. Creatures Upload. Hoch damit. Das Wertvollste waren wohl die Blueprints. Und ich habe 2 Gigas bekommen. Ciao, Leute. Alter, krass. Die werden später auch noch zum Einsatz kommen. Aber das seht ihr in den nächsten Videos. Lasst mir ein Abo da, kauft mein Merch, haut rein und ciao.